Liebe Freundinnen und Freunde der Puppentheaterkultur, in alten Zeiten spielte sich das Puppentheater für Erwachsene oft zwischen Himmel und Hölle ab und besonders beliebt war das alte Puppenspiel vom Dr. Faust. Sie sehen hier einen kleinen Ausschnitt aus der Interpretation des Hohenloher Figurentheaters. Als Spieler hören und sehen Sie nicht, aber hören Sie Johanna und Harald Sperlich. Wir haben hier im Puppenmuseum die Figuren der ersten Inszenierung von 1984 aus der Werkstatt des Schnitzers Tilde Kock, Kostüm Johanna Sperlich. In der Aufnahme sehen Sie dann die Figuren des Jahres 1986 aus der Hand von Jürgen Maaßen, Kostüme ebenfalls wieder Johanna Sperlich. Sie erleben nun Dr. Johannes Faust und seine erste Begegnung mit Mephisto, dem Abgesandten von unten aus der Hölle. Zwölf Uhr, die Mitternachtsstunde schlug. Ich gedenke deiner Mephistopheles. Faust, in was für einer Gestalt soll ich dir erscheinen? Erscheine du mir in der Gestalt eines Menschen. Da bin ich, Faust. Und was bringst du mir für eine Antwort? Von deinen mächtigen Pluto? Ja, Faust, ich habe Befehl, dir zu dienen. Und wie lang willst du mir dienen? Das will ich von dir vernehmen. Gut, mein Verlangen ist, dass du mir 24 Jahre lang dienest, an reichlichen Mitteln, es niemals mangeln lassest, alle verborgenen Künste und Wissenschaften der Welt entdeckst, und auf alle meine Fragen eine Antwort erteilst. Wenn ich kann, sehr gerne. Doch nun höre auch unsere Bedingungen. Wie? Die Hölle will mir Gesetze machen? Ich wollte dir blindlings dienen, aber du hast mir Gesetze gemacht. So werde ich das nämliche Recht zu gebrauchen wissen. Gut. So lass hören, wie sie lauten. Erstens verlange ich, dass du während der Zeit, als ich dir diene, deine Hände nicht waschest, deine Nägel nicht abschneidest und deinen Bart nicht scheren lassest. Pfui! Das würde mich einem wilden Manne ähnlich sein. Sorge nicht, mein Faust. Ich werde dich jung und schön machen. Dann sei dir dieser Punkt zugesagt. Zweitens darfst du keine Kollekts mehr lesen. Ich werde es an deiner Stelle tun. Auch das kann ich meiden. Drittens darfst du dich mit keinem weiblichen Wesen am Traualtar vermählen. Und warum dies nicht? Weil der Ehestand uns Geistern verhasst ist. Auch das kann ich meiden. Viertens darfst du dich in keine Kirche mehr begeben und den Himmel samt allem, was darin ist, absagen und ihn verleugnen. Halte ein! Mephisto! Ich soll den Himmel, von dem ich so viele Talente und Guttaten erhalten habe, ihn absagen, ihn verleugnen? Nein, nein, nie und nimmer! Nun, Faust, wenn du diesen Punkt nicht eingehen willst, so kannst du von uns Geistern keine Hilfe suchen, denn wer es mit uns halten will, der muss den Himmel als seinen größten Feind hassen und ihn verfluchen. Weh! So kann ich ohne diesen Punkt nichts erreichen? Ohne diesen ist dein Verlangen umsonst. Ich befinde mich schon in deiner Gewalt, es sei dir zugesagt. Nun, der letzte Punkt ist, dass du nach den abgemachten 24 Jahren mit Leib und Seele mir gehörst und dem plutonischen Reiche verfallen bist. Ja, ja, gib hier den Pakt Satan. Ich hole Tinte. Halt, Faust. Wir unterschreiben nicht mit Tinte, sondern mit unserem Blute. Wo nehme ich Blut her? Reich mir deine Hand her, Faust. Sieh, hier hast du Blut. Was ist das? Blut quillt aus meinen Adern. In meine Hand
ziehen sich zwei Buchstaben zusammen, ein H und ein F. Was heißt es? Homo fuge. Mensch, fliehe. Ja, und vor niemand anderem als vor dir, du leidiger Seelendieb. Aber Faust, du willst so ein kluger Mann sein und kannst diese beiden Buchstaben nicht besser auslegen? Es heißt allerdings Homo fuge, Mensch fliehe. Aber wo denn anders hin als in die Arme deines treuen Freundes Mephistopheles? Ja, es ist wahr und muss so heißen. Oh, Faust, unterschreibe nicht. Nee. Faust, unterschreibe. Faust, unterschreibe nicht. Nee. Faust, unterschreibe. Hinweg, hinweg, du falsche Engelstimme. Mephisto, hier hast du meine Handschrift. Alles, was du begehrst, sollst du von mir verlangen. Wohlan, ich habe mich einmal dem Teufel übergeben und will ich auch hinaus in die weite Welt. Höre, Mephisto, ich habe vernommen, dass der Herzog von Parma ein prächtiges Hochzeitsfest hält, was schon einige Wochen dauert. Dabei möchte ich heute noch sein, um Ruhm und Ehre zu gewinnen. Wäre dies wohl möglich? Wie schön ist die junge Herzogin, du glücklicher Faust. Ja. Welcher Genuss wartet auf dich. Geh nur auf dein Zimmer, breite deinen Mantel aus, ja. So wirst du sogleich als Jüngling in Parma sein. Gut, der Wagner soll hier bleiben, mein Haus bewachen. Hans Wurst soll nachreisen, aber bei dem Herzog mich und meine Künste nicht verraten, sonst ist er seines Dienstes entlassen. Du weißt meinen Willen, ich gehe mich reisefertig machen. Nun freue dich, Mephistopheles! Endlich hast du diesen großen Mann in deiner Falle. Mir allein war das Glück aufbewahrt, ihn ins höllische Netz zu ziehen. Aber halt, er sprach noch von einem Diener mit Namen Hans Wurst. Sie haben die hervorragende Interpretation des Faust-Klassikers durch Johanna und Harald Sperlich sicher genossen und möchten jetzt vielleicht etwas mehr wissen über dieses Theater, über diese Bühne, die seit 5 Jahrzehnten auf fast allen Festivals des Figurentheaters zu Gast war. Wir haben deshalb in unserer Publikationsreihe Puck PS ein Buch herausgegeben, zusammen mit dem Hohenloher Figurentheater, Texte von Sascha Wagner, und wer dieses Buch möchte, der kann sich an unser Museum oder an das Hohenloher Figurentheater direkt wenden. Es trägt den treffenden Titel Wer leidenschaftlich Puppen führt. Alles über das Hohenloher Figurentheater.